Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es mal um das zentrale Nervensystem. Ich weiß, bei vielen bereits schon eine Alarmstufe Rot-Thema, weil so viele YouTuber ständig vom zentralen Nervensystem sprechen und hat man es einmal im Kopf, fängt man schnell an aufzugeben und zu meckern. Oh, mein zentrales Nervensystem könnte zu schnell beschädigt werden. Man hat die ganze Zeit die Sorge, nicht, dass ich zu schlecht regeneriere und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keine Lappen aus euch machen, die ganze Zeit denken und nicht, dass diese Übung das ein bisschen zu sehr schadet. Aber falls ihr bereits schon damit zu straucheln habt und jetzt kommen wir erstmal zur Definition und was das bedeutet, dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch. Also, wann ist das überhaupt alarmierend, beziehungsweise welche Symptome gibt es dafür, dass euer zentrales Nervensystem überreizt sein könnte? Dazu müssen wir erstmal klären, was überhaupt mehr oder weniger für euch das zentrale Nervensystem ist. Wir wollen jetzt hier keine große Wikipedia-Definition machen, dann könnt ihr es einfach eingeben, ZNS, zentrales Nervensystem, und dann kommt ihr dazu. Für euch beim Bodybuilding bedeutet das vor allem, dass euer Gesamtorganismus so stark erschüttert und belastet wird, dass ihr dadurch vor allem eurer Regeneration schadet und damit natürlich eurer Leistung, sowohl beim Training als auch danach, vor allem aber danach, und auch auf Dauer natürlich damit euren Wachstum und eure Gains schadet. Das ist schon mal das, was es für euch bedeutet. Und das kann natürlich auch Folgeprobleme haben. Wenn ihr das zentrale Nervensystem auf Dauer ständig zu sehr überlastet, reden wir mal nicht von schädigen, sondern von überlasten, dann wird auch euer Immunsystem etwas absenken. Und wenn ihr dann, gerade bei der kalten Jahreszeit, die wir aktuell haben, könnt ihr euch wesentlich schnell erkälten und dann werdet ihr natürlich auch wiederum Training aussetzen müssen und nicht so viel Fortschritt haben. Das alles kann das zentrale Nervensystem für euch bedeuten. Was ist es denn jetzt nun, beziehungsweise wie macht sich das bemerkbar? Wann wird das zentrale Nervensystem zu sehr überlastet? Beim Bodybuilding vor allem ist es, wenn euer Körper mit einem Mal zu stark erschüttert wird. Heißt also, wenn ihr gerade im Leistungssport so sehr an oder über die Grenze eurer Leistung hinausgeht, dass ihr das merkt, indem ihr zum Beispiel ganz starkes Herzrasen bekommt, dann seid ihr, wenn ihr zum Beispiel Ausdauersportler seid im Cardio-Bereich, weit über einen Puls, den ihr normalerweise haben solltet, um auch Progression zu erzielen. Und wenn ihr viel weiter darüber seid, kurz vorm Herzkasper, dann ist das natürlich bereits schon eine Sache, die das zentrale Nervensystem erschüttert. Heißt also, euer Körper kriegt so viel gleichzeitig Stressimpulse, dass er hier und da überlastet wird. Und das schädigt immer. Beim Bodybuilding ist das auch natürlich nicht nur wie beim Cardio, mit der Kondition hängt es zusammen oder beziehungsweise damit, wie schnell euer Puls, wie hoch euer Puls ist, sondern auch, wie viel Muskeln ihr gleichzeitig aktiviert und anstrengt. Denn auch das ist vor allem für euch als Bodybuilder oder als Krafttrainierende eines der Hauptfaktoren, wo ihr das zentrale Nervensystem so richtig eins in die Fresse gebt. Das bedeutet vor allem gerade bei so Übungen wie Kreuzheben oder auch Kniebeugen. Da bewegt ihr meistens die größte Last, aktiviert die meisten Muskeln gleichzeitig und euer Körper hat an allen möglichen Ecken und Enden und Baustellen zu tun. Gerade bei Kniebeugen mit freien Gewichten und dergleichen müsst ihr das ja auch noch ausbalancieren. Eure Schultern sind irgendwie mit dran beteiligt, eure gesamte Wirbelsäule und damit auch die Rückenmuskulatur ist beteiligt und somit sind fast teilweise 40-50% eurer gesamten Körpermuskulatur gleichzeitig angespannt. Und wenn ihr dann auch noch in einem niedrigen Wiederholungsbereich trainiert, also mit hohem Gewicht, mit relativ hohem Gewicht, was ihr bewältigen könnt, wo ihr nur 6 Wiederholungen schafft, dann ist das ganz schön hart für das zentrale Nervensystem. Woran spürt ihr das? Ihr merkt das, wenn ihr vor allem nach den Sätzen immer sehr stark erschöpft seid. Und wenn ihr das auf Dauer macht, merkt ihr das vor allem, dass euer Körper bereits schon Stresssymptome hat, wenn ihr zum Training fahrt, wenn ihr euch schon dahin begibt, wenn euer Körper bereits schon signalisiert, oh Mist, gleich kommt wieder der Beintag und da werde ich wieder richtig zerstört und ihr fangt an zu gähnen oder ihr bekommt andere Müdigkeitserscheinungen, Erschöpfungserscheinungen. Teilweise wird Leuten bereits schon vorher schlecht. All das sind Dinge, wo man merkt, dass das zentrale Nervensystem bereits schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Können natürlich auch immer andere Sachen sein, aber das sind so typische Symptome. Außerdem natürlich ganz wichtig,
Eure Regeneration ist erheblich geschwächt. Habt ihr keine Gains mehr? Liegt das vielleicht daran? Habt ihr zu viel Trainingseinheiten, wo ihr dieses zentrale Nervensystem überlastet und der Körper nicht mehr hinterherkommt? Fühlt ihr euch den ganzen Tag matt und platt und eigentlich nur zum Training, weil ihr da wieder unter Adrenalin, vielleicht unter Booster-Einwirkung oder sonst was seid, motiviert seid? Wieder habt ihr richtig Feuer, aber dann wollt ihr wieder eigentlich nur noch durchgehend schlafen, seid nicht richtig fit, habt nicht viel Energie, dann ist das meistens auch schon, sind das schon Symptome für das zentrale Nervensystem, das ein bisschen zu sehr geschädigt ist. Das heißt, bei aller Liebe, wo man vielleicht zu schnell davon spricht und zu vorsichtig ist, kann das natürlich jedem von euch passieren da draußen, vor allem den übermotivierten Leuten. Die anderen sollen jetzt keine Ausrede bekommen, die sowieso schon schwer mit der Motivation haben, dass sie noch weniger motiviert sind oder noch mehr Ausreden dafür haben, hart zu trainieren. Aber die, die von euch sich eher angesprochen fühlen, weil sie zu viel trainieren, zu hart, tendenziell zu viel machen und niemals stoppen wollen, für die trifft das vielleicht eher zu. Was natürlich auch beim Training oft dazu kommt, ist, wenn ihr viele Supersätze, Intensivwiederholungen und dergleichen macht. Auch das macht das zentrale Nervensystem ganz schön kaputt. Heißt also, alles, wo euer Körper maximal viel Stress innerhalb von kurzer Zeit bekommt. Das ist der Hammer. Wie können wir das jetzt erfolgreich umgehen? Was kann man machen? Müsst ihr aufhören zu trainieren? Nein. Sollte es schon zu weit sein, ja, dann tun mal ein, zwei Wochen Trainingspause oder wie es bei YouTube oft genannt wird, Deload-Phasen ganz gut. Weil davon erholt sich vor allem dieser Gesamtkörperstress, während sich die Muskeln schon schnell erholen. Also macht euch nichts vor, wenn euer Brustmuskel oder Rückenmuskel bereits schon schnell wieder trainieren kann. Aber was eventuell nicht so weit ist, sind Gelenke, Sehnen und so weiter, aber vor allem auch generell euer Nervensystem. Das ist vielleicht immer noch überlastet und das braucht noch ein bisschen. Wie können wir das jetzt umgehen? Betrachten wir nun mal die absoluten Klassiker, wo sowas passiert. Wir haben schon gemerkt, wenn ihr möglichst viel Muskelmasse gleichzeitig aktiviert in kurzer Zeit mit hohen Gewichten, dann werdet ihr vor allem gefährdet sein, das zentrale Nervensystem zu überlasten. Heißt also, so eine Klassikerübung wie Kreuzheben, wo der gesamte Rücken, Teil von Bein, der Hintern auch noch mit dabei ist, der Bizeps, die Schultern irgendwo, da sind so viele Muskeln involviert. Und wenn ihr dann auch noch 6, 7, 8, 9, 10 Wiederholungen macht, nur, dann ist das eine ganze Menge Gewicht, das ihr da drauf habt. Außerdem, je nachdem, wenn ihr so viel Gewicht drauf habt, dann aktiviert ihr diese Muskulatur auch innerhalb von einer Sekunde, weniger als einer Sekunde, komplett gleichzeitig. Ihr steuert also wahnsinnig viele Muskelstränge zur gleichen Zeit an. Und auch das ist ein ziemlicher Wumms. Das gleiche gilt natürlich für Kniebeugen oder alle Übungen, wo ihr relativ viel Gewicht benutzt. Beinpresse, da benutzen viele ganz standardmäßig, obwohl sie nicht mal die dicksten Beine haben müssen, 200, 300 Kilo. Das ist da kein Ding und das trifft immerhin auch mit der entsprechenden Hebelwirkung auf den Körper, auf die Wirbelsäule. Ist eine ziemliche Belastung, erst recht, wenn ihr dann nur 80, 90 oder 100 Kilo selbst wiegt. Also, wie umgeht man das erfolgreich und baut trotzdem maximal Muskeln auf? Nehmen wir das Beispiel mal der Kniebeuge. Versucht mal statt vielleicht freie Kniebeugen vor allem eher geführte zu machen. Aber auch das bringt nur ein bisschen was, weil normalerweise macht ihr dann sogar ein bisschen mehr Gewicht und eigentlich habt ihr dann nicht gerade viel für das zentrale Nervensystem getan. Was ihr aber machen könnt, ist nun, gerade bei der Kniebeuge haben wir nämlich einen Sonderfall, die Beine sind ein Sonderfall, ihr habt bei jeder Muskulatur eine Hilfsmuskulatur dabei. Und diese zu zersplitten ist natürlich immer das Beste, was man machen kann. Heißt, beim Rücken ist eigentlich immer der Bizeps dabei, bei der Brust sind eigentlich mal sehr viel vordere Schultern, mittlere Schultern und auch der Trizeps mit dabei. Und wenn ihr das versucht, natürlich möglichst zu isolieren und klein zu machen, dann können die Muskeln schon nicht mehr alle zusammen involviert werden. Ja, wir erinnern uns, nicht mehr alle gleichzeitig, so viele Muskeln vom Körper. Und dadurch habt ihr immer nur einen Teil der Muskeln, worum ihr euch kümmern könnt. Und auch wenn es in Summe wieder letzten Endes das Gleiche ist, aber wir wissen, maximal viel Muskeln in maximal wenig Zeit gleichzeitig angestrengt, das macht das zentrale Nervensystem kaputt. Ansonsten, wenn ihr das klein unterteilt, könnt ihr 6-7 Stunden lang das Ganze machen und werdet es nicht so sehr überlasten, wie wenn ihr nur 5 Minuten alle Muskeln gleichzeitig trainiert. Bei den Beinen haben wir einen Sonderfall, denn da ist es nicht so, dass nur bei, was weiß ich, an dem Tag, an dem ihr den vorderen Beinteil parallel zum Bizeps zum Beispiel trainieren wollt, auch den sehr isoliert trainieren könnt. Das ist mit gerade den komplexen Übungen wie Kniebeugen, Beinpresse und so nicht möglich, weil da wird direkt das ganze Bein, hinten, vorne, die Waden sind mit dabei, aber auch der Gluteus, alles mit dabei. Ein Teil vom Rücken durch das Ausbalancieren, je nachdem, ist alles mit drin. Und die Beine sind immerhin der größte Muskel in eurem Körper und hat auch so ziemlich das meiste Fleisch drauf. Sollte zumindest, wenn ihr alles gleichmäßig trainiert habt.
Was ihr jetzt aber machen könnt, ist, lasst mal diese schweren Übungen raus, wo ihr alle Muskulaturen gleichzeitig drin habt. Das heißt, alle Grundübungen, heißt also alle Mehrgelenksübungen, heißt also alle Übungen, wo ihr die Beine, wo ihr irgendein Gewicht wegdrückt, wo ihr euch wegdrückt. Keine Kniebeugen und so weiter. Außerdem könnt ihr auch noch die Beine selbst unterteilen. Wenn ihr das mit beiden gleichzeitig macht, klar, dann habt ihr doppelt so viele Muskeln, die gleichzeitig aktiviert werden. Habt ihr auf einmal nur noch ein Bein, hey, dann halbieren wir es schon mal. Das ist enorm wichtig für das zentrale Nervensystem und wir machen bereits riesig viel Strecke gut. Also, statt zum Beispiel schwere Kniebeugen zu machen, macht doch mal Bulgarian. Einbeinige Kniebeugen. Ein Bein hinten auf die Bank und nur einbeinig vorgehen. Ihr werdet euch wundern, ihr werdet weniger als 50% des Gewichts der Kniebeugen nehmen, weitaus weniger. Es reicht teilweise schon eine 20 Kilo Hantel links und rechts für kräftige Beine und die dann damit machen, oh, das zieht ordentlich rein und wird euch den Muskelkater eures Lebens bescheren. Was ihr auch noch machen könnt, ist diese Streckübungen komplett weglassen und uns jetzt um die einzelnen Übungen mal nur zu kümmern. Nur für den vorderen Teil kann man nur mit einer Übung machen und das ist die Maschine Beinstrecken. Aber auch die könnt ihr so weit ausreizen, macht dort einfach ganz viele Sätze oder macht verschiedene Intensitätstechniken. Die findet ihr alle hier, da findet ihr eine ganze Menge Intensitätstechniken, wie ihr das ausreizen könnt und das funktioniert eigentlich immer und am nächsten Tag ordentlich was davon zu spüren und einen Trainingsreiz zu setzen. Und dann macht ihr das Ganze auch noch für das hintere Bein, nochmal einzeln, den Beinbizeps, den können wir auf verschiedene Arten isoliert trainieren und dann natürlich für die Waden. Außerdem könnt ihr auch noch die Adduktoren innen, die Abduktoren außen mit trainieren und den Gluteus. All das könnt ihr isoliert trainieren. Und selbst wenn ihr es in einer Trainingseinheit wieder macht und am Ende in Summe genauso viel Belastung für das gesamte Bein geschaffen habt, trotzdem habt ihr es zerlegt, schön verteilt und nicht einmal gibt es diesen riesen Peak für das zentrale Nervensystem. Ein Tipp an dieser Stelle, was ich zum Beispiel mache, gerade weil ich jetzt schon zu den älteren Trainierenden gehöre. Mit 20 hat es mir noch nicht so viel ausgemacht, da konnte ich zweimal die Woche die Beine maximal belasten. Auch mit vielleicht Beinpresse und dergleichen oder auch mit Kniebeugen. Das geht jetzt nicht mehr, wo ich schon so um die 40 bin. Also, was ich jetzt mache ist, ich trainiere in einer Trainingseinheit Ausfallschritte, das hämmert ordentlich rein, ist aber bereits schon nur eine einbeinige Belastung. Kniebeugen mache ich gar nicht mehr. Und mache auch die Beinpresse, da bewege ich noch einiges an Gewicht. Die nächste Beineinheit ist allerdings ein Isotag. Jeder zweite ist ein Isotag. Da mache ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich mache den Beinstrecker, danach mache ich einen Beinbeuger, danach mache ich die Adduktoren, danach mache ich die Abduktoren. Und schon ist das ganze Bein trainiert. Fühlt sich auch echt super an, dieser Isotag, den mag ich richtig. Und dann habe ich wieder richtig viel Energie für das nächste Beintraining, was wieder ein bisschen mehr reinhaut. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Muskeln, obwohl ihr tendenziell bei der Brust, bei den Armen, bei der Schulter kaum das zentrale Nervensystem überlasten könnt. Selbst wenn ihr Schultern habt wie Markus Rühl, ist es relativ schwer, nur mit der Schultern das zentrale Nervensystem so sehr zu berühren. Aber versucht einfach mal die Grundübungen dann vielleicht zu reduzieren, mehr auf Isolationsübungen zu gehen. Vielleicht auch nur jedes zweite Mal. Aber vor allem der Rückentag und der Beintag sind wichtig, um dort mit möglichst wenig Gewicht trotzdem noch den gleichen Wiederholungsradius abzuschreiten. Das mal als Tipp zum zentralen Nervensystem wird einige von euch sicherlich weiterhelfen. Vor allem diejenigen von euch, die hart arbeiten und nebenbei trainieren müssen und sowieso schon so ziemlich an Belastungsgrenzen sind. Oder Familienväter, die immer noch sich um die Kinder kümmern müssen und nur nebenbei trainieren. Oder auch diejenigen, die noch zusätzlich Sport machen, ob jetzt Basketball, Fußball, sonst irgendetwas und sich dadurch natürlich ordentlich überlasten. Diejenigen, die tendenziell grundsätzlich zu viel machen beim Bodybuilding oder auch diejenigen, die etwas älter sind. Versucht es einfach mal, versucht mal den Stress eures Körpers in der einzelnen Einheit und in einzelnen Sätzen zu reduzieren. Schaltet euer Ego aus. Nein, man ist nicht nur dann ein ganzer Mann und Bodybuilder, wenn man diese schweren Übungen macht. Ihr werdet auch so zum Erfolg kommen. Und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Ihr könnt gerne mal euren Senf dazugeben und sagen, was ihr davon haltet. Ist auch euer zentrales Nervensystem überlastet? Vermutet ihr das? Und wie geht ihr damit um? Das war's von mir. Wer das Ganze hilfreich fand, bitte sofort hier einen Daumen da lassen. Hilft mir ganz gut weiter. Und dem Kanal folgen, wenn man nichts mehr verpassen möchte. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gotti.